Na, das ist doch die richtige Art und Weise, so dort zu beginnen, oder? Das ist ganz auf deinem Geschmack, lieber Bella. Ja, du bist gemein, heißt. Bin überhaupt nicht gemein, da sitzt du da sehr dankbar, oder? Wie dein Freund jedes Bankerl sieht, so bin ich nicht. Ja, genau, da siehst du nur jedes zweite Bankerl. Ja, hallo und Grüße aus Alkersdorf. Ich bin Flatterbeier und heute geht es auf eine ganz eine stille und kleine Tour in einer total lieblichen Landschaft. Ich würde sagen, das ist total entzückend. Und zwar auf die vordere Mandling. Da nehme ich einfach mit, weil wenn wir nämlich auf dem Bankerl sitzen bleiben, dann werden wir keinen Gipfel sehen. Ja, und auffrieren da mal, aber da ist nicht recht warm. Um den Sulzberg. Um den Sulzberg Rundwanderweg, was da alles angeschrieben ist. 231 Biesingtaler Rundwanderweg. Danke. Ja, tatsächlich. Muss ich schauen, muss ich jetzt mitzählen, ob da nur wirklich jedes zweite Bankerl geht. Also ihr seht, die Schüler sind sich wirklich selber nicht einig. Da steht jetzt tatsächlich vordere Mandling und hintere Mandling. Aus der Bankerl reingesteckt wieder. Also 2:0 bis jetzt. Und da gibt es eine Abzweigung auf den 32er. Darf man nicht versäumen, sonst dotteln wir nämlich auf der Vorstraße weiter. Ja, Waldrewe hat es ja geschafft, relativ hoch hinaufzukommen. Der Tarzan hat sich gefreut. Kann man einmal von Wopfing auf von der Bundesbahnhaltestelle. Also gerade bei der Tour gibt es gute Möglichkeiten, die auch öffentlich zu machen mit einem, sag ich mal, geringen Mehraufwand von ca. 1,5 Stunden maximal und einem Zustieg von ja, 200 Höhenmeter ungefähr, bei mir vielleicht. Gell, lieber Bella, die Tour ist fast vorbildlich markiert. Ja. Die ist so gut markiert, dass nicht einmal du nach dem Weg fragen musst.
Ist ja eine Sitzgelegenheit, der späte. Kein Bankerl, ist erstaunlich. Na gut, der weiß was trinken. Ha? Trinkst du nichts? Oh, da. Ich habe da meine tollen Bassventile. Das war ein schöner Tag, gell? Das ist schon schweißtreibend für mich. Ja, es geht auch bergauf und schnell. Aber es ist eine total liebliche Gegend, gell? Und nicht überlaufen, keinesfalls. Mhm. Richtig schön. Das ist ja das, was wir lieben. Also zumindest wir. Na ja, gehen wir weiter. Ne? Gut. Da ragt sie auf die vordere Mandling, da müssen wir auf. Siehst du was? VM für vordere Mandling nach links hinauf. Sehr gut gesehen. Gut gemacht, Bella. Wow. Ja, man hätte es eh gut gemeint mit dem Wanderer mit großen Pfeilen, aber die sind halt angebracht worden, bevor der davor Jungwuchs aufgekommen ist. Ja, abseits. Dieser blauen Pfeile da vorhin fällt die Markierung nicht gerade durch besonderen Übereifer auf, gell? Ja. Ja, da haben wir einen mobilen Grenzstein. Ist doch sehr günstig, den kann man überall dort aufstellen, wenn man gerade eine Grenze haben will. Vielleicht 300, 400 Meter Luftlinie vom Gipfel. Ist jetzt auf dem Rücken das steilste Stück. Das ist eigentlich ein wirklich gemütlicher und schöner Berg. Na schau, die Markierung läuft auch zur neuen Höchstform auf. Ja, nein, darum machen wir heute auch noch eine kleine Tour. Der Bella hat sich nämlich leider auf den Rippen verletzt. Da müssen wir halt ein bisschen leiser treten. Der vorderen Mandling haftet, ob ihrer bescheidenen Höhe nicht gerade der Ruf des hochalpinen Gipfels an. Aber sie kann auch anders, urig und felsig.
Ja, Bella, du bist auf der Suche nach dem höchsten Punkt misstrauisch geworden, gell? Aber du hast völlig recht, der geht da rechts hinüber. Kannst du da auf diesen Felsen niederlassen, zu einer Gipfelrast, was du magst. Ich bin schon ganz verwordert. Aha, musst du noch entwordern. Wir werden noch schlucken. Ja, kleine Menschenseele auf der vorderen Mandling. Sehr günstig. Ja, sehen, wir waren jetzt vor dem Kreuz unten. Inklusive Trinkpause und ein bisschen Flümmern und so weiter und so fort. In 1,40 ungefähr hier oben. Ja. Von weniger sogar. Das ist eigentlich eine recht harmlose Tour, ne? Ja. Na ja, werden wir wieder weitergehen, nicht, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es reicht die Pause, oder? Hier. Ja. Da müssen wir wieder hinunter, ja. Wieder zum blau markierten Weg. Ja, das Schöne an der Tour ist, dass man die vordere Mandling überschreiten kann. Das heißt, man muss nicht denselben Weg zurückkoffern, sondern man koffert einen anderen Weg zurück. Da geht es nämlich weiter. Das ist auch für alle, die den Gipfel versäumen. Wenn es einmal so ausschaut, die Gegend, dann seid ihr schon zu weit. Ja, da bei dem Stein nicht täuschen lassen von dieser Abstiegsmöglichkeit. Man kann da hinunter und man kommt dann auch wieder auf die Vorstraße. Aber das ist nicht der markierte Weg. Der ist zwar da auch nicht leicht markiert, nur da vorne, schau auf den Baum. Siehst du das? Da ist es noch mal blau.
Schaut mal, da im Aufstieg hat irgendjemand dafür gesorgt, dass man die Markierung nie mehr sehr gut sieht. Und im Abstieg gibt es eigentlich gar keine. Wer kann das nur gewesen sein mit der Markierung? Hm? Ja, zum Glück war der Pindl auf Haul. Und da gibt es noch eine. Auch da noch mal eine der zahlreichen Abstiegsmöglichkeiten nach Waldeck bzw. eben ins Pisteltal hinunter. Wir halten uns jetzt dann natürlich immer noch entlang der Forststraße. Und jetzt ist es auf einmal auch wieder rot markiert. Also wild möchte in der Gegend nicht sein. Nein. Ja, diesen Gegenanstieg da einen markiert, den brauchen wir uns jetzt nicht geben. Wir sind da vorne vielleicht 100 Meter vorher in den Wald abgezweigt beim Anstieg. Und da wollen wir auch wieder hin im Abstieg. Ja? Ein Zwiesel. Oder sogar ein Driesel. Hinter mir sieht man das Schritt kleiner werden von unserer Abzweigung. Ja, und damit geht es auf dem Anstiegsweg wieder zurück. Aber der war ja auch nicht schlecht. Ja, was man da drüben immer wieder mal so zwischendurch erhaschen kann als Blick. Das ist die Rückseite von der hohen Wand. Da spürt sie sich heute sicher mehr ab von den Leuten her. Die Straße gleitet fort und fort weg von der Tür, wo sie begann. Weit über Land, von Ort zu Ort, ich folge ihr so gut ich kann. Ich laufe raschen Fußes nach, bis sie sich groß und weit verflicht. Mit Weg und Wagen ist tausendfach, und wohin dann? Ich weiß es nicht. Ja, lieber Bello, du hast nicht sehr viel versagen können mit den Bankerl, weil nach dem einen, da war keins mehr. Ja, genau. Auf der ganzen Tour nicht, gell? So ist es, ja.
Ja, armer Bello, hast nur am Anfang und am Ende da durchsitzen dürfen auf dem Bankerl, sonst nichts, gell? Ja. Also echt gemein. Ja, lieber Bello, jetzt abgesehen vom Bankerlmangel, aber sonst? War es wunderschön. Gell? Unvermutet schön ist da. Wunderschöne Gegend, Gipfel mit keiner Aussicht dafür, aber auch keine Leute, macht gar nichts. Ja. Abwechslungsreicher Steig, schöne Vegetation, kann man nichts sagen. Das war es also von unserer Tour von Alkersdorf aus auf die vordere Mandling und wieder zurück. Und ich bin Flat dabei. Und ich bin Bill. Ja, vielleicht sehen wir es mal bei einer anderen Tour. Biestingtaler Rundwanderweg. Den können wir auch mal gehen. Viele bekannte Gipfelziele warten da auf uns. All das, wo wir eigentlich schon mal waren, gell? Das ist der einzige Nachteil, gell?